Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege News. Heute wieder drei Themen. Das erste Thema sind einmal die Roadmap zum Jahr 4, grundlegende Spieländerungen und die neue Season. Aufgrund der am Sonntag auf den Six Invitationals in Montreal gedroppten Infos zur neuen Season und zum Jahr 4 von Rainbow Six Siege folgten hier im Video eine Menge neue Infos zu Updates und geplanten Features. Ihr könnt euch alle nachfolgend genannten Infos auch nochmals auf einer Aufzeichnung des Streams von Ubisoft auf YouTube oder auf Twitch anschauen. Die Quellen der hier genannten Themen sowie die Links der einzelnen Bilder, Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Das heutige Video beginnen wir mit dem Thema der Roadmap zum vierten Jahr in Rainbow Six Siege. Denn dort wird es ja, wie schon länger bekannt ist, für uns nach Australien gehen mit zwei neuen Operatoren und einer neuen Map. Im Gegensatz zum vorletzten Video, welches vielleicht ein bisschen fehlerhaft war, man munkelt, werden wir begleitet von einem Amerikaner und einem Dänen. In der darauffolgenden Season wächst der Trupp um einen Peruaner und einen Mexikaner. Anschließend zum Abschluss des Jahres wird es einen neuen Operator aus Kenia geben und einen neuen Operator aus Indien. Kenia, Indien, haben die ernsthaft Spezialtrupps? In den letzten drei Seasons des Jahres wird es allerdings keine neue Map geben, sondern nur noch Map Reworks, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und hier könnt ihr nochmal die ganze Roadmap sehen. Kommen wir nun zu den Map Reworks. Den Anfang macht Café Dostoevsky in Season 2 von Jahr 4 und ähnlich wie die Map Clubhouse wird sie nur zum Teil überarbeitet. Die obere Etage rund um das Skylight wird erweitert, sodass zum Beispiel die Verteidiger dort eine bessere geschützte Position einnehmen können. Zweite Änderung an der Map wird die zentrale Treppe sein. Sie wird sich nach der Änderung nicht mehr in der Mitte des Gebäudes befinden, sondern sie wandert zu der nördlichen Außenwand, dort wo sich bisher der Nordeingang befand. Neben Café Dostoevsky wird auch die Map Kanal überarbeitet. Ab der dritten Season wird auf Kanal ein neuer Bombenspot hinzugefügt. Von außen wird die Map moderner gestaltet und erhält zum Beispiel für die Roamer eine neue Möglichkeit, zwischen den beiden Gebäudeteilen hin und her zu wechseln. Es befindet sich laut Ubisoft ein Tunnel in Planung, der neben der bekannten Brücke eine zweite Möglichkeit zum Rotieren darstellen soll. Zur letzten Season soll die Map Themenpark überarbeitet werden. Dazu gibt es leider noch kein Bildmaterial, es ist lediglich bekannt, dass die Map aufgehübscht werden soll. Momentan bietet sie auch zu viele Versteckmöglichkeiten und ist im Allgemeinen viel zu dunkel. Nach den gerade genannten drei Map Reworks kommen wir nun zu den grundlegenden Spieländerungen. Die erste davon betrifft das Teamkilling, denn das Teamkilling wird in naher Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein. Ubisoft arbeitet zwar daran, das Teamkilling stärker zu bestrafen, zum Glück dürfen wir aber immerhin noch einen einzigen umbringen. Juhu! Nachdem wir die maximale Anzahl zulässiger Teamkills erreicht haben und wir versuchen, einen zweiten Teamkollegen umzubringen, kriegt dieser allerdings keine Schadenpunkte mehr, denn diese bekommen wir. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr jetzt in einem Video sehen. The first prototype playable by all of the people in test server of the reverse friendly fire, which is a feature that's gonna punish players that are trying to perform a team kill. This is going to be tremendously changing how you interact with the game and the rest of your players. Ranked wird die Bannphase erhalten. Es ist leider nicht bekannt, ob auch das Prinzip mit dem Seitenwechsel erst nach zum Beispiel drei Runden eingeführt wird. Zudem wird die Einstiegshürde für Ranked erhöht. Bisher konnte man schon ab Level 20 Ranked spielen. Dies wird in Zukunft erst ab Level 30 möglich sein. In Ranked soll zudem der Modus Geisel, aber auch der Modusbereich Sichern wegfallen. Nur noch Bombe soll es im Ranked geben. Ubisoft stellt allerdings in Aussicht, dass wenn es gefordert wird, Geisel und Bereich Sichern wieder eingeführt werden könnten. Mit den zuvor beschriebenen Änderungen und dem neuen Design hierzu wird Ranked den Beta-Status verlassen. Wir können gespannt sein. So, eine weitere Änderung ist, dass es eine neue Playlist neben Ranked und Casual geben wird, und zwar die Newcomer-Playlist, die, wie der Name schon verrät, sich an die Newcomer richten wird. Das heißt, nur Spieler unter Level 50 können daran teilnehmen und es werden auch nur drei Maps vorhanden sein. Im Casual wird es auch ein paar Änderungen geben, und zwar wird die Rundenzeit um 30 Sekunden verkürzt und man kann jetzt auch den Spawn vor Rundenbeginn auswählen. Glass wird abgeschwächt, und zwar bezieht sich diese Änderung auf sein Primary Gadget. Denn damit kann er die Wärmebildsignaturen der Gegner nur noch erkennen, wenn er selber stillsteht.
Sobald er anfängt sich zu bewegen, verblasst dieser. Another unintended behavior happened with him. He became a very, very strong pusher on site. He became a bit too good in close quarters. So what we've done is we've linked his IR scope to his movement. Now that means that you can, if you want to, go slower, push, 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 and you can still gain that advantage of seeing through smoke and getting the yellow highlight. But it means that it's a lot more of a skill game. It's less of a, everyone can do it pretty easily. The other thing that we did with this that is going to be very important is... Das mobile Schild der Verteidiger wurde ebenfalls überarbeitet. So kann man es jetzt in einen Türrahmen stellen, ohne dass seitlich Lücken vorhanden sind. Gleichzeitig befinden sich jetzt kleinere Schlitze auf dem Schild, durch diese man als Verteidiger zum Beispiel den Gegner schon frühzeitig erkennen kann. Die letzte grundlegende Spieländerung bezieht sich auf den Kauf der Operator, denn hier wird ein neues Kostensystem eingeführt. Die Operator aus dem aktuellen Jahr kosten weiterhin 25.000 Renown, die aus dem Jahr davor 20.000 Renown, aus dem Jahr davor 15.000 und die aus dem ersten Jahr nur noch 10.000. Kommen wir nun zu neuen Infos zur neuen Operation Burnt Horizon und fangen an mit Gridlock. Der erste neue australische Operator Gridlock kann Netze werfen, die dem Gegner pro Tick 10 Schaden verursachen. Zudem verursachen sie Lärm und verlangsamen ein. Wie im Video zu sehen, ein nettes Spielzeug, um sie um den Diffuser aufzustellen. Der zweite Operator Mozzy kann die Kontrolle von gegnerischen Drohnen übernehmen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, sie kann ihr Gadget auf die Drohne schießen oder zweitens, sie schießt ihr Gadget zum Beispiel an eine Wand. Wenn eine Drohne dann in den Wirkungsbereich des Gadgets fährt, dann kann Mozzy ebenfalls die Kontrolle übernehmen. Dies funktioniert nicht nur bei Standarddrohnen, sondern auch bei Twitch-Drohnen. Die neue Map, wie jetzt schon länger bekannt ist, befindet sich in Australien. Sie heißt Outback und soll sich aus einer Tankstelle, einem Hotel und einer Werkstatt zusammensetzen. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Alle Infos findet ihr in den Kommentaren. Dort findet ihr die einzelnen Links zu den ganzen Themen, die Videos und das Bildmaterial. Die werden es nicht in den Kommentaren finden, in der Videobeschreibung werden wir es finden. Ihr werdet es in der Videobeschreibung finden. Ansonsten hoffe ich, dass es oben mit dem i funktioniert. Dort findet ihr dann auch alle Infos, die ihr braucht. Und ansonsten war es auch schon mit dem heutigen Video. Ihr könnt unten gerne in den Kommentaren einige Kritiken hinterlassen. Und ansonsten viel Spaß auf unserem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Den übernehme ich so, oder? Okay. Das hast du mir meinen Part geklaut. Nur weil ich den einmal falsch gemacht habe. Klaut mir meinen Job. Ist ein gemeiner Tipp. Ist das eine Pistole? Ja. Die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott.